ein oder anderen Nebenquest eher widmen. Aha, gibt's mal wieder die Reisepakete, hä? Ja, kann man machen. Ja, kann man definitiv machen. Stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, die Schnellreise, ich glaube, die stört niemand. Die stört definitiv niemand. Ich hätte mal gesagt gehabt, dadurch, dass wir die eine da haben, würde ich mal loslegen. Würde ich mal definitiv loslegen. Weil die ist ja schon aufgelegt. Ich will keine aktive Nebenquest. Ich hasse das. Wenn, dann will ich alle Missionen, die was ich starte, auch zu Ende kriegen. Oder beginnen wenigstens. Oder kriegen irgendwas in der Hinsicht, wenn ich das schon der ein oder andere beginne. Na, aber hallo, ja, ist keine Retterin automatisch, aber auch mit ihr. Was für ein interessanter Name, den was wir hier haben. Ah, was haben wir da Schönes? Okay, ja. Warte mal, warte mal. Hallo, Kiste. Wieso nicht? Wie auch immer die jetzt möge. Ist das? Okay, ja, das ist dann ein bisschen zu weit. Das interessiert mich dann eher weniger. Das ist ein dann wieder zu weit. Danke, dass du Zeit für mich hast. Und mein Beileid, dass du dir Alvans Geschwafel anhörst. Ah, geh bitte. Es gibt Schlimmeres. Klingt, als würde er dir mächtig Druck machen wollen. Der Gedanke, dass die Kaja absichtlich Dornrücken in den Schrecken lassen, ist... Das ist völlig absurd. Aber je lauter und öfter er das sagt, desto mehr Leute unterstützen sein Konzessionsdekret. Wie sind die Dornrücken in den Schrecken gelangt? Das weiß niemand. Zuerst wurden sie westlich des Steinbruchs gesichtet. Aber wenn sie nicht fliegen gelernt haben, weiß ich nicht, wie sie über die Berge gekommen sein sollen. Andere Möglichkeiten? Meines Wissens nach nur über Fahrlicht. Hör zu. Wenn du dieser Sache auf den Grund gehst, biete ich dir einen wirklich beachtlichen Lohn dafür an. Alvand soll endlich Ruhe geben. Ja, hört sich gut an. Was ist dieses Konzessionsdekret, das Alvand will? Er möchte, dass das Sonnenreich Teile des Schreckens an die Osseram abtritt. Natürlich nur solche Gebiete, die irgendwie wertvoll sind. Lass mich raten. Er profitiert irgendwie davon. Ganz genau. Wenn der Schrecken unter Osseram Gesetz fällt, kann er sich mehr Gelder für ihre zahlreichen Projekte sichern. Und ohne Konzession bekommt er keine Gelder? Nein. Das Sonnenreich könnte ihre Vorhaben jederzeit stoppen. Deshalb ist diese Konzession so wichtig für ihn. Und den Kaja die Schuld an den Dornrücken zu geben, so absurd das auch ist, spielt ihm in die Hände. Gut zu wissen. Wieso hilft es Alvand, wenn er die Kaja für die Dornrücken verantwortlich macht? Sieh dich um. Wir sind zwar im Sonnenreich, aber in Kettenkratz gibt es doch nur Rost und schales Bier. Die Behauptung, die Kaja ließen Dornrücken los, um Osseram-Arbeiter zu bedrohen und zu unterdrücken. Naja, absolut. Niemand hier hat die Grausamkeiten des verrückten Sonnenkönigs vergessen. Selbst wenn im Tal wieder gearbeitet wird, wird Alvand weiter gegen die Kaja hetzen, um einen Streik anzuzetteln. Und wenn die Osseram erst mit der Konzession die Arbeit wieder aufnehmen wollen, hast du keine Wahl. Korrekt. Der Wiederaufbau von Fahrlicht muss weitergehen. Wie bist du denn hier gelandet? Ich wollte hierher, ob du es glaubst oder nicht. Die Leitung des ganzen Tals im Namen des Sonnenkönigs? Es war eine Ehre. Ist eine Ehre, meine ich. Aber dein Job wäre viel einfacher, wenn jemand wie Alvand dir nicht ständig hineinpfuschen würde. Alvand wird mir erhalten bleiben. Er ist schon länger hier als ich. Er hält sich sogar für den Gründer von Kettenkratz. Da klatscht sogar eh schon einer. Ich werde schon mit ihm klarkommen. Ich muss.
Die Dornrücken waren also zuerst westlich des Steinbruchs? Ja, einem verstörten Arbeiter zufolge bebte zuerst der Boden und dann kamen sie den Berg heruntergestürmt. Okay. Also den ganzen Weg bis hierher. Dann sollte ich dort anfangen. Wenn du die Wahrheit rausfindest, hört Alvand vielleicht auf, für alles immer die Kaja zu beschuldigen. Und vielleicht konzentriert er sich dann endlich auf den Wiederaufbau von Fahrlicht. Na, hoffen wir es mal in dem Fall. Na, dann hoffen wir es mal. Bin gespannt. Ich bin gespannt. Nur, das kommt wieder was werden. Ich sag's dir, Chefi. Ich sag's dir. Ich würde zwar gerne die Werkbank dort benutzen, aber ich schau hier relativ schwer beschäftigt aus. Reit hier? Kannst gleich herkommen. Da reit, die können wir uns weiter. Ja, komm her, der Bulli, komm her da. Hör, 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 Baby. Bei den 400 Meter bin ich definitiv nur die 10 zu faul. Aber das gönne ich mir. Oh, das gönne ich mir. Weißt du, wie viel Blödsinn wir da schon wieder haben? Wie viele Splitter wir da kriegen? Ja, mir. Oh, da kriegt man relativ was Gutes wieder. Da kriegt man wirklich wieder sehr, sehr gutes Zeug. Sehr, sehr gutes Zeug. Da muss man leider wieder zu Fuß weiter. Unbekannte Siedlung. Aha. Dadurch, dass mir da keiner angreift, ist, glaube ich, das immer ein gutes Zeichen. Javad sagte, die Dornrücken waren zuerst westlich vom Steinbruch. Ich sollte nachsehen, ob weiter hinten im Tal etwas ist. Wollte gerade sagen, so erstens, da waren wir schon einmal und zweitens trotzdem noch immer Fragezeichen. What the fuck? Zu dir muss ich dazu, oder was? Das ist noch ein Stück. jetzt bin ich eh schon mittendrin. Aha, danke. Jetzt zeigst du es erst. Aber wir haben da eine Werkbank. Und die werde ich jetzt aber auch ausnutzen. Das sind anscheinend mehrere. Hier motiviert. Hi! Zeige mal her! Zeige mal her! Was hast denn du alles? Kaufe ich mal? Weil man kann ja nicht wissen. Man kann ja nicht wissen. Aber cool, dass ich mit den grünen Sachen halt so geile Sachen speziell kaufen kann. Das ist leimend. Ah, na schau, da bin ich wenigstens mit dem Bogen fertig. Na, immerhin. Sehr gut. Ich glaube, das muss ich dann jedes Mal im Menüschkan machen. Kann das sein? Ich glaube, das muss ich alles im Menüschkan machen. Leider kein Upgrade. Leider keins. Schade. So, Fertigkeiten brauchst du eh nicht. Da ist sowas, gell? Ja, mit Nahkampf, Verteidigung, Säure. Na, oder? Warte mal. Oh, bist du deppert. Oh, da haben wir viel Blunder. Na, dann brauchen wir da... Ich glaube, das kommt erst. Dass wir da dem einen oder anderen dann noch was zusätzlich geben. Das kommt erst. Aber egal. Hauptsache, fettes Upgrade. Wichtig und richtig. Gehen wir schauen, was haben wir denn da für Fickerle? Na komm, gehen wir her da. Komm, gehen wir her da. Wir haben ein zweites Arschloch. Lieben gern. Hallo, ich brauche immer meine Upgrades. Ich suche schon wieder fleißig, ich suche schon wieder nach dem einen oder anderen Upgrade. Boah, schön getroffen. Schön brav ein in die Fresse. Oh, leider nur grün. Leider nur grün. Aber was soll's. Nicht so tragisch. Aber nettes... Boah. Das ist aber schön. Das ist aber richtig schön. Ich wollte schon sagen, schon ein nettes Fleckerl, aber es ist mehr als wie ein nettes Fleckerl. Auch schon wieder die ganze Säure und alles. Sieht nach einem Aufprall aus. Vielleicht ist er von der Klippe gestürzt. Das sag ich jetzt aber. Aber ich gönn mir mal. Dankeschön.
endlich, kann man nicht vorstellen, aber gestoßen. Das ist schon ordentlich ein Brocken. Aber wer weiß, was da oben passiert. Man kann ja nie wissen. Man kann nie wissen. Boah, wenn wir schon zufälligerweise da oben sind. Könnte jetzt schon mal wieder so ein Viecherleiter am Start sein. Oh yes, baby. Ein Vogel wäre jetzt auch langsam wichtig. Ja, voll. So ein Vogelle. Das habe ich auch schon mitgekriegt. Irgendwas so ein Vogelle. Immer so bei ein paar Meter schauen wir halt wieder nach. Dann wieder auf, dann wieder scannen, dann wieder ein paar Meter, dann wieder scannen, hätte ich gesagt gehabt. Wenn wir schon was finden, hätte ich gesagt gehabt. Dass wir da mal wieder ein kleines Upgrade durchstarten können. Was haben wir denn da Schönes? Ja, das kann ich mal wieder sehr, sehr gut gebrauchen. Das kann man wieder sehr, sehr gut austauschen. Sehr, sehr gut. Soll ich mal wieder einen Scanner machen von dir? Mal schauen. Zeig mal hier, Havara, zeig mal hier. Dann würde ich mich ans Affe hauen. Ja, hau dich mal ans Affe. Hau dich mal ans Affe. Hätte ich gesagt gehabt. So viele abgeknickte Bäume. Wie nach einer Massenflucht. Sind die Dornrücken von hier gekommen? Schon wieder eine Mine? Wow. Hier gibt es anscheinend jede Menge Minen. Führt aus dem Schrecken hinaus. Kann ich nicht einsammeln? Scheiß drauf. Alles, was ich nicht einsammeln kann, unnötig. Na dann, reinspaziert, reinspaziert. Okay, mal sehen, wohin das führt. Mal sehen, ich habe so das Gefühl, dass wir hier dezent mehr gehen. Er bräckelt schon alles. Also da hat mir sogar die Mine davor besser gefallen, sage ich da ganz ehrlich. Sage ich da definitiv ganz, ganz ehrlich. Vorige Mine war definitiv sicherer. Da gehe ich wohl nicht lang. Definitiv sicherer. Definitiv sicherer. Ja, Alter, da bräckelt alles von jeder Seite, Alter, legt mir Musch. Aus den Tiefen der Mine dringt Rauch. Eine Explosion? Dornröcken. Sie kamen also wirklich hier durch. Und die hier sitzen dann fest. Ich muss sie erledigen, bevor ich mich umsehen kann. Mhm. Teile werden definitiv jetzt einmal markiert. Passt. Damit ich das einmal abgecheckt habe. Du bist genau der nächste Kandidat. Ich brauche hier ein paar Teile, Digga. Passt. Okay. Wir sind am Arsch. Okay, ich würde mal sagen, wir schießen hier mal ein paar Teile ab. Nur daneben, alles klar. Ah, schön in die Fresse. Alles klar. Oh, sehr gut. Mal das erste Teil hier. Abwarten, abwarten, mein Freund. Und hier ist das zweite Teil. Mir ist wurscht, Hauptsache ich erwische überhaupt der Teil. Aha. Ja, dann holen wir sie wenigstens die Kanister. Würde ich jetzt auch nicht nein sagen. Naja, ich bin genau eine Kupfer, glaube ich, ist nicht so tragisch. Sehr gut. Die waren aber, glaube ich, auch ein bisschen schwächer als wie sonst. Oder einfach, weil der Bogen jetzt schon stärker ist. Entweder, oder? Hätte besser laufen können. Hätte definitiv besser laufen können. Die sagen da, das ist ja wie Witz. Da geht alles vor die Hunde. Sagst du. Alles geht da vor die Hunde. Sehr viel Rauch. Die Mine scheint
Man schaut doch, da, da explodiert sicher gleich was. Und auf einem der Fässer ist ein Zettel. Ja, man fix jetzt nach, aber der explodiert die ganze hinten gleich. Da wird schon auch geschießen. Die Mine sollte wohl geschlossen werden. Oh, was ist wohl gierig geworden? Er hat immer tiefer in den Berg gesprengt. Ich sollte Javad davon unterrichten. Na, da würde ich auch noch. So kann man eh machen. Ja, er wollte jetzt nur nicht, dass die Alte der Meier geht. Das war mir jetzt ehrlich gesagt wichtig. Hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber passt schon. Und auf wieder mit uns. Wir hätten sich aber auch den Weg ersparen können, wir hätten gleich runterhupfen können. Aber das war es jetzt schon wieder? Da habe ich mir jetzt mal wieder mehr erwartet. In der Mine gesprengt, um sie restlos auszubeuten. Bis Dornrücken dort einfielen. Da muss ich sagen, da habe ich mir jetzt ein bisschen mehr erwartet. Aber woher? Ich glaube, das hat noch nicht so schnell ein Ende. Ich weiß nicht. Das kommt mir jetzt gerade so ein bisschen unbefriedigend vor, aber ist okay. Ist okay. Ist definitiv in Ordnung. Aber irgendwie. Einfach nur ein paar Haverer dort zu erledigen und das war's schon wieder, um wieder zurückzukehren. Bisschen mehr brauche ich da. Brauche ich definitiv ein bisschen mehr. Was du nicht? Aber ich gönn mir mal. Ich gönn mir mal. Aha. Warte. Erstmal. Zwei. Ja, genau. Sehr gut. Oh, das ist mal unnötig. Aber das ist wichtig. Und ich glaube, da werden wir ein kleines Upgrade hier kriegen. Ja, das hat sich schon sehr danach angehört. Das hat sich schon nach Upgrade angehört. Mal schauen. Bin gespannt. Da kannst du aber hier schön durchreiten, hätte ich jetzt gesagt gehabt. Vielleicht wieder so ein Vogel, das wär's. Okay, wieso bist du anders färbig? Würde mich jetzt einmal interessieren in dem Fall. Nur dezent daneben geschossen. Trotzdem getroffen. Alles. Da haben wir gleich zwei Fliegen. Mit einer Klappe erschlagen. In dem Fall. Nein, das kannst du nicht sagen. Aber dennoch. Passt. Sehr gut. Ich glaube, da geht mal wieder ein Upgrade. Gibt es auch eine Abkürzung? Ja, da gibt es eine Brücke. Liebe wichtig. Hey, Retterin. Liebe ganz, ganz wichtig. Ja, es gibt auch den Turbo-Modus. Und der Turbo. Passt. Sehr gut. Ich glaube, da geht mal wieder. Auf ganz, ganz saftig, knaftig. Ja, da muss ich leider zuschlagen. Was haben wir denn noch so am Start? Boah, wieder so ein Vogel, das ist aber ein bisschen weiter weg. Das Vogel. Und zwischen doch kommt das locht mir aus, das Vogel. Ja, zwischen doch kommt das locht mir aus. Ja, ich weiß eh. Ich kann das Reiter da nicht mehr verwenden. Ich weiß eh. Da geh ich lieber so herum. Aber das passt eh, gell? Und dann gleich ums Eck. Ja, passt. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Na, schau. Retterin, gibt es Neuigkeiten? Ich bin der Dornrückenspur beim Steinbruch gefolgt. Sie scheinen aus einer Mine hinten im Tal gekommen zu sein. Die Mine? Wie könnten die Dornrücken dorthin gelangt sein? Ich weiß nicht. Aber Alvins Leute haben dort mit Sprengstoff die Tunnel freigelegt. Oh, bei der Liebe des Morgens. Ich sagte ihm doch, dass das Risiko zu hoch ist. Diese Tunnel
reichen meilenweit, sogar bis unter den Schrecken. Glaubst doch nicht, dass Orvens Sprengungen einen Durchgang geschaffen haben? Vielleicht. Ja, vielleicht. Wenn das stimmt, brauchen wir Beweise. Eine Ermittlung. So gründlich, so unbestreitbar und beglaubigt von der Retterin. Alles klar, ich such weiter. Ich muss gehen. Natürlich. Da ist so gerade gefesselt und alles drum und dran von der legendären Reiterin. Ah, Wahnsinn. Ja, da bauen wir dann halt noch ein bisschen. Da wird es wahrscheinlich so quasi so eine Art Teil 2. Ja, ja. So eine Art Teil 2 wird es da gehen. Rede mit dem Lehrmeister. Nahkampftraining. Okay, okay. Interessant. Aber Leute, was noch interessant ist, ist die nächste Folge, Leute. Dementsprechend würde ich sagen, ciao, ciao.